Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werden wir etwas Verrücktes drehen, denn heute habe ich den größten Ball der Welt bestellt. Das wäre ziemlich langweilig, wenn ich ihn heute bestellt hätte, dann würde er mir vorkommen, aber ich habe ihn vor 2 oder 3 Tagen bestellt. Und den werden wir gleich zusammen mit euch aufpusten. Ich habe mir extra da hinten so, wie nennt's das, Kompressor bestellt. Müssen wir uns beeilen, der wird nämlich später wieder abgeholt. Wäre nämlich doof, wenn wir den Ball gar nicht aufgepumpt kriegen. Der Ball ist riesengroß, der würde hier noch nicht mal in den Raum passen. Ich weiß noch nicht, wie lange dieses Gerät aufpumpt. Darum dachte ich mir einfach, machen wir einfach. Julian, das ist aber nicht das einzige Große, was wir in unserer YouTube... Nein, bitte film mich jetzt nicht. Oh Mann! Das ist die Kamera, Frau Bianca. Ja, aber ihr erinnert euch vielleicht, wir haben schon des öfteren Mal... Größter Kaugummi der Welt. Oh! Alter. Ganz kurz, soll ich jetzt hier rechts neben dir Platz lassen? Nö, ist da einfach, ich bin dann immer einfach ganz kurz weg. Okay. Guck zum Beispiel sage ich jetzt Rosenstrauß. Das ist viel zu krass. Okay. Freust du dich? Ja, natürlich freue ich mich. Da war ich schon wieder weg. Jetzt was haben wir noch? Größter Keks. Alter, schmeckt wie ein richtig geiler Schokokuchen. Nee. Ja, Zuckerwatte. Oh, das war cool. Süßigkeiten. Yes. Ah! Das sind diese mega bekannten Marshmallows hier aus Amerika. Ich bin in den größten Wasserballon der Welt geklettert. Everybody has had some drinks, you know? Ich bin da auch reingeklettert, oder? Du warst da auch drin, ja. Wir haben das größte Luftmatratzenbett der Welt in unserem Wohnzimmer aufgebaut. Ja. Boah, sieht das geil aus. Wir haben das größte Bett gebaut, aber wie soll denn hier hochkommen? Hier ist eine Leiter. Ja, ja. Erinnert ihr euch noch, als die Bibi die höchsten Schuhe der Welt anhatte und immer noch nicht größer war als ich? Zieht euch das mal rein, Leute! Vorsicht! Vorsicht! Als ob ich nicht größer war. Ich glaube, du warst wirklich nicht größer als ich. Dann haben wir die größte Bilou-Dose der Welt gebaut. Es ist vollbracht, Leute! Unsere fertige Happy Spring Bilou-Dose in XXXXXXL! Geil! Dann habe ich den größten Burger gegessen. Geil. Wir haben den größten Luftballon versucht aufzupumpen. Der ist aber dann leider geplatzt. Den größten Schokolutscher. Okay, Julian, stopp. Du hast eben schon gesagt, hier ist schlecht. Nein. Leg den Lutscher weg. Das größte Skittle. Und das größte Gummibärchen. Das hat leider nicht so gut geklappt. Das hat leider nicht so gut geklappt. Gut, aber heute haben wir uns hier versammelt. Ganz schön verrückt, wenn man das alles nochmal so gesehen hat, was man dann schon wieder so eine Scheiße hier in seiner YouTube-Laufbahn gemacht hat. Aber heute möchten wir den größten Ball der Welt testen. Der ist ultra krass, vor allem auch ultra groß. Und es wird auch ultra lange dauern, den aufzupusten. Also tut mir leid, wenn ich das sage, aber der sieht aus wie eine kleine Luftmatratze. Kleine Luftmatratze, ja. Zeig mal das Bild hier. Ich habe eine Idee. Wenn wir den wirklich aufgeblasen kriegen, guck mal. Dann kleben wir dich hier dran fest. Nee. Doch. Wir kleben dich nicht daran fest. Wir kleben dich hier dran fest und dann drehe ich den Ball einmal. Nein. Aber ich habe auch noch perfekt einen Kompressor angemietet. Ja, das ist hier mein guter Freund. Willst du denn vielleicht im Garten oder so ausbreiten? Ja, machen wir direkt im Garten, würde ich sagen. Ne? Gute ja. Idee. Dann wollen wir mal, oder? Okay. Vor wenigen Tagen saß ich hier im Garten und mir wurde pinke Farbe über den Kopf geschüttet. Jetzt blase ich einen Ballon auf. Kurz was trinken, ist echt anstrengend. Das sieht noch nicht so groß aus. Viel zu laut, ey.
Ich habe mir das gerade mit so einem Online-Rechner ausgerechnet und habe mal den Inhalt, das Volumen von diesem Ball ausgerechnet. Das müssten über 14.000 Liter sein. Korrigiert mich bitte bei 3 Meter Durchmesser. Und das Ding ist, 165 Liter pro Minute haut dieser Kompressor da rein, was wiederum bedeutet, dass die Bianca da noch 85 oder insgesamt 85 Minuten stehen muss. Das ist krass, oder? Ich würde einfach mal behaupten, die sieht so aus, als hätte sie mal gar keinen Bock, da jetzt noch über eine Stunde zu stehen. Nee, ohne Spaß. Es ist wirklich heiß. Und ich hätte echt gerne ein Eis. Ah, Donuts. War ja klar. Haben wir nicht irgendwo noch... Hier? Ah, da ist es. Ist auch ein Eis. Die will definitiv kein Eis. Wenn es richtig heiß draußen ist, am besten Fenster zu, in eine kühle Ecke stellen und ein Eis essen. Was willst du machen? Ah. Okay, es war echt heiß. Ich bin froh, wieder hier drin zu sein. Da kann noch ein bisschen was rein. Wenn der gleich klappt, ne? Ich würde nicht zu doll aufkommen. Ja, okay, dann mach Stopp. Ein Vogel. Den kann man ja richtig weit schießen. Spiel mir mal einen Pass zu, komm. Okay, warte, Moment. Das war ein normaler Ball. Nein, das ist... Warte ganz kurz, wo ist mein Handy? Ich habe euch einmal was abgescreenshottet. Ich habe den ja online gefunden, den Ball. Und ich fand das eine Bewertung sehr lustig. Die habe ich euch abgescreenshottet. Okay. Gefährlich. Wir waren am Strand und nahmen diese gefährliche Waffe mit. Als wir es geschafft haben, es endlich aufzublasen, kam ein mächtiger Wind, der den Ball rumgeschleudert hat, was das Zeug hält. Es hat einfach alles zerstört, was in seinen Weg kam. Regenschirme wurden einfach weggeweht. Familien versuchten, ihre Kinder zu retten. Babys wurden von diesem Monster komplett erdrückt. Einfach nur traurig, dass sowas legal ist. Ist kein Spaß. Hat wirklich jemand unter diesen Ball geschrieben. Gut. Ja, okay, wenn jetzt so ein richtig krasser Sturm kommt, ne? Ja. Soll ich den mal versuchen hochzuheben? Juli, wenn der jetzt platzt, weil der da oben irgendwo gegenkommt, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh! Oh. Alter, ich hab das nicht unter mir. Bibi behauptet, sie kann diesen Ball auf dem Kopf balancieren. Das möchte ich gerne sehen. Okay, krass. Da hängt so ein Ball an meinem Haus. Nein, nicht auf das Gerät, Bianca. Ja, okay, warte. Au! So, Leute, jetzt wird Bibi umgeworfen. Glaubt mir. Okay, jetzt du mich. Versuch mal drauf zu springen. Boah, Juli! Boah, hier ist eine Wandtour! Was machst du? Cool! Okay, komm, wir werfen hoch. Okay, Bibi, jetzt eine Sache, die man niemals machen sollte, okay? Fertig. Ja. Und Action. Und go. Alles gut, Bibi. Okay, dumme Idee. Abbruch. Ich glaube, sie ist auf dem Arm gelandet. Oh, ja. Auch. War eine doofe Idee. War ja absolut klar, eigentlich. Es ist so heiß draußen. Es ist, keine Ahnung, im Schatten 31 Grad momentan. Es ist so hart heiß. Wirklich? So ein Ball macht mega Bock. Ich verstehe diese eine Person, die meinte, dass der gefährlich ist. Kann ich absolut bestätigen. Also wenn es jetzt krass stürmen würde, habe ich das Ding... Man kann halt dich einfach festhalten. Nee. Der ist so groß, du musst echt
Aber natürlich, wenn man irgendwie den Platz dafür hat oder mit mehreren Leuten ist und kleine Kinder nicht am Start sind, wie bei uns. Ja, bei uns ist halt auch alles so eingegangen. Ja, okay, Leute, ich... Weißt du, der kann sich einfach aufs Nachbargrundstück. Ja, und ich setze den Leo ja nicht auf den Rasen und spiele ja mit dem Ball, ne? Muss man ja auch mal kurz festhalten. Wenn Papa mit dem Ball spielt, muss Leo leider drinnen warten. Leo ist übrigens gerade aufgewacht. Ja, wir holen ihm jetzt mal schnell sein Brei und dann... Ich glaube, ich gehe nicht mal abduschen. Ich bin so geschwitzt. Mir ist auch so unendlich heiß. Okay, mega Bock gemacht. Bis gleich. Übrigens, heute bei der Bibi gibt es ein... Darf ich schon sagen was? Nee, ich sag nicht was. Bibi hat dem Leo ein Geschenk gemacht oder ein Geschenk mitgebracht, was nochmal über einen Meter größer ist als das. Oder einen Meter größer ein ist, Meter, ne? Ja. Also seid gespannt. Heute hagelt es hier praktisch große Gegenstände. So, jetzt war es das praktisch. Ich möchte euch unbedingt jetzt Bibis Video ans Herz legen. Ich würde fast schon behaupten, ein größeres Geschenk allein von der, also nur von der Größe her, wird die Bibi dem Leo höchstwahrscheinlich nicht mehr machen können. Außer du schenkst ihm ein Flugzeug. Das ist noch größer. Das wage ich zu bezweifeln. Also schaltet jetzt den ersten Link in der Informationsbox. Dann würde ich sagen, habt eine wunderbare Zeit. Danke fürs Einschalten. Daumen nach oben. Bis dann.